Diagnoseeigenschaften sind für den Erfolg einer Feldbustechnologie von zentraler Bedeutung. Um die Diagnose in EtherCAT-Netzwerken noch besser zu machen, hat die EtherCAT Technology Group eine herstellerunabhängige Diagnoseschnittstelle definiert, welche es der EtherCAT-Steuerung auf nutzerfreundliche und standardisierte Weise ermöglicht, detaillierte Informationen zur Netzwerkdiagnose sowie zum Systemzustand für Tools von Drittanbietern zur Verfügung zu stellen. Die EtherCAT-Technologie verfügt über ganz besondere Diagnoseeigenschaften, die über die entsprechenden Fähigkeiten herkömmlichen Ethernets weit hinausgehen. Der Steuerung stehen somit in allen EtherCAT-Netzwerken sämtliche notwendige Diagnoseinformationen zur Verfügung, um den Netzwerkstatus zu überwachen sowie Fehler erkennen und lokalisieren zu können. Zur Auswertung und Nutzung müssen diese rohen Daten an Diagnosetools sowie Anwender weitergegeben werden. Mit der Spezifikation ETG 1510 Profile for Master Diagnosis Interface hat die EtherCAT Technology Group eine Lösung definiert, die es externen Tools ermöglicht, unabhängig vom Steuerungshersteller sowie der Softwareimplementierung auf die vom EtherCAT-Netzwerk zur Verfügung gestellten Diagnoseinformationen zuzugreifen. Die ETG 1510 erweitert die Spezifikation ETG 1500 EtherCAT Masterclasses. Die Diagnoseinformation wird in das EtherCAT-Objektverzeichnis abgebildet, welches in der ETG 5001 definiert und zu diesem Zweck ergänzt wurde. Sowohl die erwartete Netzwerkstruktur, wie von der Offline-Konfiguration beschrieben, als auch die aktuelle Netzwerktopologie, wie sie mittels eines Online-Scans festgestellt wurde, sind hierüber auslesbar. Die Diagnoseinformation selbst ist in Form von konsistenten, kumulativen Zählern abgebildet, welche den Netzwerkstatus vom Systemstart bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zusammenfassen. So kann mit einer Frequenz auf die Diagnoseschnittstelle zugegriffen werden, welche unabhängig von der Zykluszeit des EtherCAT-Netzwerks ist, und externe Tools müssen keine Echtzeitleistung erbringen. Der Zugriff auf die Diagnoseinformationen erfolgt über das CAN Application Protocol over EtherCAT. Die Diagnoseschnittstelle kann damit als schlanke Softwareerweiterung zusätzlich zu jeder Standardsteuerungsimplementierung realisiert werden. Die benötigten Ressourcen einer solchen Softwareerweiterung sind sehr gering, weshalb sich die Diagnoseschnittstelle für alle Steuerungslösungen inklusive einfacher und kompakter Embedded-Systeme eignet. Dank der EtherCAT-Diagnoseschnittstelle können Anbieter von Maschinen- und Netzwerkdiagnosetools eine universelle Schnittstelle zum Sammeln von Diagnosedaten aus EtherCAT-Netzwerken nutzen. Sie können diese Informationen anwenderfreundlich und grafisch intuitiv an Techniker und Ingenieure weitergeben, ohne dabei jedes Mal herstellerspezifisch die Steuerung berücksichtigen oder das Zugriffsprotokoll für jede unterschiedliche Steuerungsimplementierung anpassen zu müssen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr über EtherCAT erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website ethercat.org oder schreiben Sie uns an info@ethercat.org.